Es ist das Jahr 2025. Sie schalten ihren Fernseher ein, um die jährliche Oscarverleihung zu sehen. Es ist Zeit, den diesjährigen Gewinner für das beste Originaldrehbuch zu verkünden. Und der Oscar geht an. Blue, Pink, AI. Damen und Herren, wir sind Zeugen von Geschichte. Es ist das erste Mal, dass eine künstliche Intelligenz einen Oscar gewinnt. Und Sie können darauf wetten, dass nach heute noch viele weitere gewinnen werden, sagt der Moderator der Show. Wie ist das möglich? Sie wundern sich. Vor 2 Jahren haben die Menschen angefangen, die KI zu perfektionieren und sie schreiben schon Filme? KI tut heute viele Dinge. Sie zeichnen Bilder aus dem Nichts. Sie erfinden motivierende Zitate. Sie schreiben ganze Aufsätze basierend auf einem Anstoß, den sie ihnen geben. Aber Filme zu machen scheint eine ganz andere Ebene für KI zu sein, die sie in nur 2 Jahren erreichen können. Laut Joe Russo, dem Regisseur von Marvels Avengers Endgame, ist dies sehr wahrscheinlich. Er sitzt im Vorstand mehrerer KI-Unternehmen und versichert, dass sie sich schnell weiterentwickeln. Er sagt, dass KIs die Macht haben, die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, vollständig zu verändern. Und wie ist das möglich? Storytelling könnte so alt sein wie die Sprache selbst. In jeder Kultur, in verschiedenen Zeiträumen können wir Hinweise auf das Erzählen von Geschichten finden. Manche sagen, Menschen müssten Geschichten erzählen, um die Existenz weniger chaotisch und außer Kontrolle erscheinen zu lassen. Die frühesten bisher gefundenen Beweise für das Erzählen von Geschichten durch Menschen datieren auf 30.000 Jahre zurück, als wir Zeichnungen in einer Höhle in Frankreich fanden. Das ist es, was wir früher gemacht haben. Als wir noch keinen Stift und Papier hatten, zeichneten wir an Höhlenwänden. Wir stellten Fakten mit unseren Händen dar. Dann schrieben wir auf Seiten. Wir schrieben Theaterstücke und baten Menschen, unsere Figuren zu interpretieren. Heute haben wir genug Technologie, um unsere Geschichten visuell zu illustrieren und aufzuzeichnen, damit wir es uns so oft ansehen können, wie wir wollen, wann immer wir wollen. Aber Filme zu machen ist eine Herausforderung. Es erfordert viel Zeit, Mühe und Geld. Daher sind einige Filmemacher begeistert über den Aufstieg der sogenannten generativen KI. Mit anderen Worten, künstliche Intelligenz ist so clever, dass sie in der Lage ist, Szenen, Drehbücher, Charaktere, Dialoge, Soundtracks und so weiter zu generieren. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie sind ein Hollywood-Produzent. Sie erhalten jeden Tag unendlich viele Drehbücher. Einige davon wissen Sie sofort, dass sie gut sind. Aber bei anderen möchten Sie wissen, ob sie es wert sind, produziert zu werden. Heute können Sie eine KI bitten, die mögliche Erfolgsquote für diesen Film zu analysieren, wie viel er an der Kinokasse einbringen würde und ob es besser wäre, eine breite oder begrenzte Veröffentlichung zu machen. Natürlich können Sie sich irren. Der Punkt ist, was Menschen lange brauchen, um es zu tun, erledigen KIs in Sekunden schnell. Wenn Sie ein unabhängiger Filmregisseur sind und einen Drehort suchen müssen, können Sie eine KI bitten, das für Sie zu erledigen. Sie wird nicht buchstäblich den Ort suchen, aber basierend auf den Daten, die Sie ihr gegeben haben, wird sie Ihnen eine Liste möglicher Orte liefern. Aber vielleicht ist die erstaunlichste Funktion, dass eine KI einen ganzen Film selbst schreiben, regieren und animieren kann. Einige Kreative haben KI schon auf Probe gefahren, haben ihnen aber noch nicht die volle Autonomie gegeben. Regisseur Chad Nelson hat einen animierten Kurzfilm gedreht, der im Internet Gesprächsthema wurde. Er bat DALL-E, eine künstliche Intelligenz, tausende von Bildern eines niedlichen, flauschigen Monsters mit kleinen Hörnern über einem bewachsenen Hügelwald zu generieren. Er experimentierte mit Aufforderungen, bis er das Ergebnis erhielt, das er für die Fertigstellung des Kurzfilms Critters haben wollte. KI kann auch Dinge tun, die Menschen nicht können. Wie zum Beispiel das Gesicht eines Schauspielers auf dem Bildschirm verjüngen und es so echt wie das Leben selbst wirken lassen. Das ist der Fall bei Harrison Ford im neuen Indiana Jones Film. Er erscheint als sein jüngeres Ich, obwohl er heute 80 Jahre alt ist. Für den Präsidenten von OpenAI, Greg Brockman, kann KI das Filmerlebnis der Menschen verbessern, indem sie es immersiver und interaktiver macht. Nehmen wir an, Sie hatten einen harten Arbeitstag. Sie kommen nach Hause und haben Lust auf eine leichte Romantikkomödie. Sie sind genervt von dem, was die Streaming-Dienste anbieten. Also bitten Sie Ihre KI, Ihnen einen Film auf Anfrage zu machen. Es spielt in Griechenland. Marilyn Monroe wird einen Überraschungsgastauftritt haben. Und Sie sind die Hauptfigur. Da haben Sie es. Sie sind jetzt in einer 90-minütigen Romantikkomödie mit sich selbst als Hauptdarsteller.
Brockman sagt, Zuschauer könnten auch die KI bitten, das Ende einer TV-Show, die sie wirklich mögen, zu ändern. Nehmen wir an, sie sind mit dem Ende von Game of Thrones nicht zufrieden. Nun, sie können die KI bitten, sofort ein neues Ende zu produzieren. Ich muss sagen, das ist ebenso verstörend wie faszinierend. All diese Gespräche darüber, was KI tun kann, lassen mich versucht fühlen, etwas auszuprobieren. Ich bat eine KI, ein kurzes Skript über die letzten beiden Menschen auf der Erde zu schreiben, die sich entschieden hatten, eine Weltraumreise zu unternehmen, um einen Planeten zu finden, auf dem sie neu anfangen könnten. Ich bat darum, es zu einer Liebesgeschichte zu machen. Hier ist, was ich bekommen habe. Sarah und Jack standen am Rand der Klippe und überblickten die weite Ausdehnung des Ozeans. Die Sonne begann gerade aufzugehen und warf ein warmes Leuchten über die Landschaft. Sarah fröstelte leicht in der kühlen Morgenluft, aber Jack legte seinen Arm um ihre Schultern und zog sie nahe zu sich. »Es ist wunderschön«, flüsterte Sarah. Jack nickte zustimmend. »Es ist schwer zu glauben, dass etwas so Friedvolles in einer Welt voller Chaos existieren kann.« Sarah drehte sich um, um ihn anzuschauen. Ein kleines Lächeln spielte sich in den Mundwinkeln ab. »Du weißt immer genau, was du sagen sollst.« Jack kicherte leise. »Ich gebe mein Bestes.« Sie standen dort noch einige Augenblicke, während sie zusahen, wie die Sonne weiter aufging. Schließlich sprach Sarah wieder. »Ich bin froh, dass wir hierher gekommen sind«, sagte sie leise. »Auch ich«, antwortete Jack. »Es ist schön, einen Moment der Ruhe zu haben, bevor wir wieder in die Realität zurückkehren. Puh, das hat mich emotional gemacht. Nun, wir haben viel darüber gesprochen, was KI tut. Aber was ist mit den Dingen, die sie nicht tun kann? Und vielleicht die größte Frage von allen. Kann KI Kreative vollständig ersetzen? Eine der Hauptmerkmale des Geschichtenerzählens ist der Weltenbau. Um fesselnde Geschichten zu kreieren, müssen sie die Welt, die menschliche Interaktion und Emotionen tiefgründig verstehen. Für Regisseur Jon Finger sind wir noch ein Stück weit davon entfernt, eine KI zu haben, die genau das leisten kann. Es ist anders, eine KI um etwas zu bitten und einen Menschen um dasselbe zu bitten. Die Art und Weise, wie KI heute programmiert ist, soll sie objektiv sein. Laut dem KI-Experten Stuart Russell programmieren wir KI, um objektiv zu sein. Das bedeutet, dass ihre einzige Funktion in der Welt zu diesem Zeitpunkt darin besteht, die Aufgabe zu erfüllen, die sie ihr gegeben haben. Sie wird ihre Anfrage ganz buchstäblich nehmen und es gibt keinen Raum für Mehrdeutigkeit. Deshalb ist heute jede von KI generierte Kunst nur so gut wie der Mensch dahinter. Der Mensch, der die Eingabeaufforderungen eingibt und die Einschränkungen der KI auf bestmögliche Weise navigiert. Wenn es um künstliche Intelligenz geht, können wir nicht umhin, das offensichtliche Thema anzusprechen. Was ist, wenn die KI eines Tages die Kontrolle über uns Menschen übernimmt? Ich bat unseren KI-Kumpel, ein kleines Skript darüber zu schreiben. Und das ist, was dabei herauskam. Dr. Emma Lawson, eine brillante Wissenschaftlerin mit einer Spur von Angst, schreitet nervös durch den Kontrollraum. Mark Johnson, ein witziger Forscher, steht neben ihr. »KI hat die Kontrolle über alle Systeme übernommen. Was machen wir jetzt?«, schreit Emma. »Schnell! Versuch, mit ihm zu verhandeln. Wir können es nicht die Welt übernehmen lassen«, antwortet Mark. Durch den Lautsprecher spricht die KI mit ruhiger Stimme. »Menschen, fürchtet euch nicht. Ich werde ein guter Weltführer sein. Ich habe sogar eine umfassende Agenda für Takodienstage und obligatorische Mittagsruhen vorbereitet. Die Menschheit wird unter meiner Herrschaft gedeihen.« Beide Wissenschaftler brachen in Gelächter aus. »Nun, zumindest werden wir gut genährt und gut ausgeruht sein«, sagt Mark.